Hallöchen, ja, ich bin mal wieder hier, wie ihr seht, noch allein ohne den Seifer. Ich nutze die Gelegenheit und werde seinen Wohnbereich mit spacigem Zeug umdekorieren. Hoffentlich kriegt er es nicht mit. Ja, wir gucken schon mal, was es hier so gibt, mal sehen, ob er noch kommt oder nicht. Es gibt hier echt coolen Kram, teilweise echt cool reduziert und ja, wir wollen euch heute eigentlich mal sagen, wo ihr das so abstauben könnt und was man damit so Kreatives machen kann. Ja, wenn er nicht bald kommt, habe ich bis dahin schon seine ganze Wohnung umdekoriert. Und du dekorierst bei mir um, habe ich gehört. Kann passieren, wenn du mich hier alleine hocken lässt. Nee. Ja, erzähl mal, was haben wir hier alles Schönes? Das sieht ja abenteuerlich aus. Ein paar Sachen dürften dir bekannt vorkommen, da warst du nicht mit dabei, als wir irgendwie shoppen waren oder so. Ich habe beim Sale, der jetzt gerade in vielen Dekomärkten anläuft, dann wieder mein Bastelmaterial aufgerüstet. Das ist jetzt ganz verschiedenes Zeug. Ihr seht, das sieht nicht aus, als wäre das für die Wohnung gedacht. Nein, ist es nicht. Es ist eher fürs Aquarium gedacht. Also ihr findet jetzt in jede Menge verschiedenen Märkten Reduzierungen. Ja, Schleichwerbung des Größten. Beispiel dieses da. Es ist jetzt total... Ich zeig's euch mal in die Kamera. Damit könnt ihr eure Base zum Beispiel gestalten oder irgendwelche Geländestückchen noch mal ein bisschen aufpeppen mit kleinem Gewuchszeugs einfach. Beispiel das hier hat jetzt statt 2 Euro ursprünglich mal, ich glaube so zweimal reduziert, so wie es aussieht, nur noch 1,70 Euro gekostet ungefähr. Und damit könnt ihr eigentlich ganz gut Geländestücke schon mal verbessern. Gleiches gilt auch für so einen Ball. Die kriegt ihr eigentlich... Ah, da hängt noch ein Stück dran. da ist eigentlich der Clou dran. Also erstmal denkt ihr, was willst du mit diesem Ball? Der ist nicht für eure Katzen gedacht oder eure Hunde. Den nehmt ihr, um den zu zerstören. Und rupft immer diese kleinen Elemente raus. Die könnt ihr dann nochmal mit einer Schere einfach auch, eine Zange nochmal kleiner schneiden und könnt es sogar auf die Base eurer Figuren kleben, zum Beispiel auch bei größeren, wie von dem Town Rider, da bietet sich's an, oder von unserer Netflix-Schüssel, von dem Laserkanon-Team bei den Rebellen oder auch AT-ST. Oder wenn ihr einen Wald baut, ihr könnt es damit auch nochmal ein bisschen aufwerten. Und vor allem einen so einen Ball, das ist jetzt mein zweiter Ball, seitdem ich mit Legion wieder angefangen habe, Gelände zu bauen. Das habe ich ja früher bei Warhammer auch schon gemacht. Ein Ball reicht ewig und 3 Tage. Also ich habe auch schon für ein paar Kumpels ein bisschen was gemacht. Dann könnt ihr euch hier, die ist zum Beispiel von einem schwedischen Bauhaus, dieser Pflanzenpott. Kriegt ihr jetzt auch im Sale. Dort und hat, glaube ich, 3 Euro gekostet. Also sportbillig teilweise. Dann sind echt coole Teile dabei. Die sind für einen, ich kehre zu einem Tisch zurück, den ich bereits eigentlich fürs Erste abgeschlossen hatte. Das zeige ich dann mit dir auch mal, weil, ja, hallo, ich muss das ja testen. Ja, guck mal, sieht doch cool aus, oder nicht? Ich stelle mit Magda und Tusi immer wieder meine Geländeplatten vor. Ihr habt ja Genosis schon gesehen. Ich bin nicht nur Genosis, ich habe noch ein paar Platten mehr, wie es sich auch ein bisschen rumgesprochen hat. mit Juicy kehre ich auf Felucia zurück, weil auch Felucia, die kennst du noch, als ich sie gebaut habe, Felucia, ich baue da Wälder für. Dafür sind die hier gedacht, diese Sukkulenten. Und das, was du in den Haaren hast, ist auch für Felucia gedacht. Das soll nämlich für so einen Bauernhoffeld dann werden. Das sind seine Pflanzen, die er da quasi angebaut hat, Bauer. Mhm. Und gibt es noch mal extra Videos dazu, wie man dann auch Felucia vorstellen und ich dann das erste Waldstück damit mache, weil von der Höhe kommen die schon mal ziemlich gut. Von der Höhe jetzt einfach mal noch einen Soldaten mal hier hingestellt. Seht ihr, ihr habt vom Handling, kommt ihr gut mit den Händen auch dran später. Wobei ich mir dann noch was überlege, wie es dann noch mal mehr vereinfacht. So viel schon mal dazu. Ja, so viel zum Umdekorieren. Bleibt nicht viel zum Dekorieren. Wenn ich das verbastel, dann kann ich wieder shoppen gehen. Tja, dann würde ich sagen, du quatschst noch ein bisschen und ich gehe dekorieren. Tschüss. Tschüss. Hey, vor lauter Tusi wieder einfangen, dass mir hier nicht alles umräumt. Also ich möchte es dann schon eher mit Pastaro-Sachen dekoriert haben, nicht mit meinen Bastelmaterialien. Ich habe vergessen, euch natürlich zu sagen, wo solche Sachen hier kommt. Eines habe ich ja angedeutet, ich meine damit kein schwedisches Bauhaus, sondern ein Möbelhaus namens IKEA. Da kriegt ihr diese Topfpflanzen her, ihr kriegt auch bei IKEA oder auch Roller
solche Bälle her, auch Pogodomene müsst ihr Sachen haben. Gleichzeitig kriegt ihr auch solche sukkulentenartigen Sachen, sage ich jetzt mal, die ihr dann in eure Töpfe zum Beispiel oder eure Frauen vielmehr und Freundinnen und so weiter dann irgendwo reinstellen. Was könnt ihr das nutzen? Ganz kurz mal hier angedeutet in die andere Kamera. Das sind alles solche Dinge, die ich klein geschnitten habe für diesen Hügel zum Dekorieren. Dass der einfach nicht so kahl aussieht und dann einfach auch leichte Deckung bietet auf dem Hügel obendrauf. Es macht einfach mehr Vielfalt für euer Gelände, wenn ihr da einfach euch... Ich weiß, es ist ein Geduldsspiel, aber die Geduld lohnt sich langfristig. Das wertet euer Spiel extrem auf, auch für eure Freunde und Gäste dann. Oder neue Spieler, die können sich viel besser rein vertiefen, wie wenn es nur ein kahler Hügel wäre. Was für Läden habe ich noch besucht? Ich besuche zum Beispiel auch ganz gerne Nunana. Die haben auch immer wieder Plastikpflanzen da, die haben jetzt auch einen Sale. Die haben auch immer wieder, je nach Jahreszeit, ein bestimmtes Thema an Sale. Jetzt dieses Jahr ist zum Beispiel sehr viel Dschungelthema, auch in anderen Deko-Märkten. Und nach Nunana könnt ihr zum Beispiel noch gehen, ihr könnt auch im Aquaristikbereich gehen, bei einem Dena oder den... Ich habe gehört, du magst meine Deko nicht, das kann ich gar nicht verstehen. Die macht sich bei dir auch wunderschön. Außerdem, ihr lieben Leute, jetzt hätte er doch fast wieder seinen Lieblingsdekomarkt vergessen, wo er mich jedes Mal reinschleift, wenn wir irgendwo in eine Stadt gehen. Können wir kurz zur Depot gehen? Ich gehe mittlerweile eher da rein wie sie. Da habe ich die zum Beispiel auch, ja. Nicht nur die. Die waren von Depot, das hier war von Depot. Okay, deine Schleichwerbung ist von Depot. Meine Schleichwerbung ist von Depot. Also Depot ist echt mega. Da habt ihr viel Auswahl. Vor allem habt ihr oft 2-3 Themen mit Kunststoffpflanzen. Was jetzt zum Beispiel bei Depot auch gerade reinkommt, ist so ein bisschen Mexiko-Thema mit Kakteen und so weiter. Ist ganz cool für Loso vielleicht für eine Platte. Ja. Wichtig hier auch noch deine Aquaristik-Sachen, die haben wir, glaube ich, bei Kölle zugekauft, oder? Ja, da war mein Heidelberg. Habe ich den Augenmerk, könnt mal kurz dahin, da müsste bestimmt auch Sale sein. Also er findet sämtliche Läden, wo er irgendwas findet, was er irgendwie verbauen kann. Und im Aquaristikbereich gibt es manchmal auch so Holzteile oder so, die auch ganz cool sein können. Für umgefallene Bäume, das könnt ihr auch in Seen oder Sümpfe vielleicht. Da sieht es halt einfach verwitterter aus, weil es so alt aussieht einfach. Und einfach ein Wurst drüber und ihr habt dann auch die Struktur vom Holz verbessert. Und ja, und gerade Aquaristik ist echt cool, weil ihr halt einfach, wie vorhin mal angedeutet, im anderen Video schon, also es ist jetzt ein Video, was aus Zweien besteht, wie gesagt, weil wir haben festgestellt, einfach beim nochmal angucken, hey, ich sollte auch mal erwähnen, wo man die Sachen kriegt. In Aquaristik sieht alles etwas fremdartig aus und wir sind halt auf fremden Welten und nicht unbedingt immer nur erdenähnlich. Und das sind halt echt coole Gimmicks, was man sich für seine Themen auch aussuchen kann. Also auch wirklich Aquaristik mal ein bisschen gucken. Und wie gesagt, eigentlich eher so Frauenläden wie Depot können für uns Kerle, sag ich mal, oder Hobbyisten eine super Anlaufstelle sein, um seine Tische zu planen und einfach sich Ideen auch zu holen. Ja, genau. Und ich glaube, ich zauber immer was ganz Gutes draus. Ich bin gespannt, wie euch und vor allem dir dann Felusha gefällt mit diesen neuen Wäldern. Wann ich genau zu Felusha zurückkehre, weiß ich noch nicht, weil ich habe vorher noch ein anderes Projekt geplant mit einem Freund aus der Nähe. Wir haben gesagt, wir wollen vielleicht eine gemeinsame Platte bauen oder beziehungsweise gemeinsamer Planet, aber verschiedene Zonen davon. Und ich glaube, den mache ich vorher, dieses Projekt, dass zumindest mal das Ganze mal ein bisschen anläuft, weil wird ein langes Projekt. Mal gucken, also ich kann euch noch nicht sagen, wann ich zu Felusha zurückkehre mit diesen Sukkulenten. Falls ihr Bock drauf habt für Felusha, holt euch diese Sukkulente im Depot. Im Moment sind sie noch nicht im Sale, muss ich aber auch direkt sagen. Also ein so ein Teil kostet tatsächlich bei uns hier in Baden-Württemberg 4,99 muss ich sagen. Sind nicht ganz billig, die Bäumchen, aber die machen echt was her später, das verspreche ich euch. Ich denke, du kennst meine Arbeit, das wird gut. Das wird auf jeden Fall sehenswert, ja. Ich habe jetzt wahrscheinlich irgendwelche Märkte vergessen. Auf jeden Fall merkt euch Köllezoo, Depot, Roller, Ikea, Bauhaus geht sogar auch, fällt mir gerade ein, falls ihr eins habt, oder ein Pogodomene. Nanunana gehen, Teddy geht sogar auch, da waren wir auch schon shoppen. Ja, stimmt. Also sind jetzt diese 8 Märkte, wo ich auf jeden Fall gerade mal so aus dem Stegreif sagen kann, guckt da, da ist jetzt gerade Sale-Aktion, die nächsten 2-3 Wochen könnt ihr noch ein paar Rabatte auch mitnehmen. Und falls mir noch weitere Einlaufstellen einfallen, oder vielleicht auch dir, wenn ich dich noch irgendwo mit reinschleppe demnächst, schreibe ich das euch in die Beschreibung vom Video und dann habt ihr auch eine Liste, die ihr abklappern könnt. Dir vielen Dank fürs Mitmachen und auch für Erwähnung des Depots. Ich hätte es wahrscheinlich sogar fast vergessen.
Und Köln sollte ich echt nicht mehr auf dem Schirm, dass wir da waren. Also, wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich über ein Like. Juicy freut sich bestimmt auch über ein Abo. Ja, und dann bis zum nächsten Video. Und danke fürs Vorbeisehen. Ciao. Ciao.